Hallöchen, ich grüße euch total recht herzlich. Also ich frage mich gerade, ob ich solche Themen aufgreifen sollte. Ich habe ja mit vielen Menschen zu tun und ein gewisses Klientel ist nun mal die Basis, worauf an sich alles basiert. Und diese Basis ist der Mensch selbst. Und der Mensch selbst agiert so und fordert sich auch so und formiert sich auch so und geht natürlich seinen Weg. So. Jeder Mensch geht seinen Weg und jeder Mensch versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Und wenn der Mensch dann irgendwo angekommen ist, fragt er sich, ups, was ist denn jetzt hier passiert? So, wir haben ein Thema und dieses Thema ist hart, sehr umstritten und man muss sehr vorsichtig mit diesem Thema umgehen, weil dieses Thema wird doch etwas mysteriös. Covid-19, ich hatte ja darüber gesprochen, 2003 mit Herrn Drosten, Arte, das ist ein Sender, Imperium der Viren, so 2003. Und da wurde über Covid-19, SARS und so weiter gesprochen und man hat da also einiges gemacht. So, und wenn man sich die Zeit genommen hat, durch Zufall, bei mir war es halt Zufall im Jahr 2020, und jetzt wird etwas um uns herum gemacht, 2021, was schon grotesk wirkt. So, man sieht das Dänemark, man sieht Norwegen und so weiter und so fort, dass da alles. Und wer von euch ein TikToker ist, kann die Wahrheit wirklich sehen bei TikTok. Ja? So, er braucht ja nur scrollen und irgendwo einkehren, wenn Menschen online gehen. Also wenn sie live erleben. Ihr könnt dann mit den Leuten live sprechen. Ihr tippt und sie sprechen. So, und wenn die dann in Ahrweiler Beispiel oder in Amerika Beispiel, überall. So, und ihr fragt hier nach den Tüten. Nö, keine Tüten. Und so weiter und so fort. So, das Problem in der ganzen Geschichte war ja im Jahr 2020, dass Fremde ja nicht zu einem durften. So, ich lag ja, wie gesagt, 4 Wochen Intensivstation, dann Herzabteilung, dann habe ich vieles zugelassen. Und jetzt sitze ich hier mit 20% Herzleistung und frage mich, wie geht es weiter? So, der Druck von außen ist gewaltig. Über Corona dürfen wir nicht oder sollen wir nicht sprechen, weil wir kriegen dann wirklich Ärger. Richtig Ärger. Die lassen sich alles Mögliche einfallen, damit man stumm wird. So, man wird also stumm. Und man will auch nicht mehr sprechen. Vor allen Dingen nicht darüber. So, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich gefühlt wie 1920, 45 leben. Nur noch, einige schreien, also gewisse Leute schreien, sich zu bewaffnen und sich zu befreien. Also das ist schon krass alles. So, ich bekomme das, wie gesagt, alles mit. Ich höre mir das auch an. Ich fühle mich momentan in einer luftleeren Umgebung und habe nur noch so und so viel Sauerstoff über. So, in der Zeit muss ich natürlich etwas finden, wo mehr Sauerstoff ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also die Sauerstoffleistung geht zur Neige. Man ist in so einem luftleeren Raum. Man weiß nicht, was kommt da auf einen zu. Warum kommt das auf einen zu? Wieso wollen einige die Vernichtung? Wieso sind einige so merkwürdig unterwegs? Warum werden wir ausgetauscht? Oder warum werden wir so ein bisschen denunziert oder in die Ecke geschubst? Ist schon eine merkwürdige Geschichte. So, ich habe hier, wie gesagt, den Club der Denker gehabt und der klare Meinung. Jetzt muss ich aber wieder unterbrechen. Bonjour, Monsieur! Ja, hallo. Nix wie ran.